Okay, es geht weiter. Nachdem der letzte Part mit einem Kampf beendet wurde, zeigen wir mal weiter. Ich hasse diese verfickten Monster. Also Level 67 alle. Einfach kein Kommentar. Ich sag dazu einfach nichts. Okay, so. Also, was sie sagen. Neue Gegner. Also, was ich sagen wollte, ist, es gibt jetzt in diesem Dungeon nichts mehr. Ihr könnt umrumlaufen, aber es bringt euch nichts, weil in der Mitte des Raumes nur die Schätze sind. Im nächsten Raum ist es fast das gleiche. Ich habe nachgelesen, wie ich genau hingehen muss. Ich hoffe, ich habe es nicht vergessen. Aber Vampir ist tot. Nein, der lebt noch. Böser Blick. Ach ja, der Boss hat eine Schwäche für Steinern. Da hätte ich eine Chance mit meinen Zaubersteinern, was ich habe, ja. Eins war hier raus. Okay. Das haben wir jetzt auch erledigt. Okay, irgendwo muss ich in der Mitte. Irgendwo kann ich doch rein. Achso, hier. Achso, okay. Ja, wie zum Geier komme ich rein? Haben wir jetzt auch. Dieser Part wird extra länger sein, weil ich in diesem Part Tiamat. Weil ich in diesem Part Tiamat besiegen will. Vigra. So, so. Das haben wir dann auch. Okay. Also das sind die einzigen Schätze, die man hier finden kann. Lichtklinge. Hey! Und Drachenpanzer. Oh. Okay, das habe ich dann auch. Hütte. Thors Hammer. Warte, Thors Hammer. Ich habe doch einen der Hammer benutzt, oder? Ach, der hier. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Okay, dann speichern wir das wieder kurz mal. Ach. Also am Ende dieses Parts muss ich eine wichtige Frage stellen. Alle Level 68. Meine Freunde, sie sind gegangen mit dem Teleportal. Um es euch zu überbringen. Warte, im Uhrzeigersinn. Ja, so dann. Die Frage ist, die optionalen Dungeon, ob ihr die Bosse sehen wollt oder wie ich um die Dungeon rumgehe, ganz viele Kämpfe schneide und sehr viel Aufwand dafür betreiben muss. Also ihr habt die Wahl, ihr könnt die Bosskämpfe sehen, also den optionalen Dungeon, oder ihr könnt mich ganz halt rumgehen sehen und was labern und sehr viele Kämpfe rausschneiden sehen. Also ihr entscheidet. Blaudrache. Okay, das war ein optionaler Boss, so gesagt. Über den Wolken, das Luftschloss. Mit dem Teleporter könnt ihr es erreichen. Haben wir jetzt auch. Ey, die Musik ist doch geil. Luftelementar. Das war alles neue Bosse, okay. Neue Gegner meine ich. Wartet. Okay, es kann weitergehen. Boah, wurde gestört. Portion. Warte, was ich erfahren habe, im Osten, Süden und Westen gibt es Schätze. Im Norden kann es weitergehen. Also da geht es weiter mit der Reise. Erdmedusa, okay. Tschüss, Erdmedusa. Ah, Gorgo, das haben wir noch nicht gesehen. Gorgo! Giftnadel.
Ach, komm. Egal, das... Ach, ich sag jetzt nicht, ich mach Blitzker für einen Gegner. Ach, kacke. Naja, wenigstens tot. Das Teufelsauge war wieder da. Oh, ne, 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 ne. Zu viel Kämpfe schneiden. Heiler, achso, Heiler haben wir schon einmal gehabt. 69, Leute. Einfach mal 69. Ach, komm. Das Witzige ist, dass ich Level 60 sein soll bei optionalen Boss. Naja. Giftklinge. Giftklinge. Okay. Todesritter. Okay, der ist neu. Schnaufen! Ach, was für ein Schwächling ist das denn? Okay, das haben wir dann auch. Okay, jetzt einfach nach einer Horde. Einfach mal nach einer Horden. Wieso verstehen diese Gegner nicht, dass sie mich nicht besiegen können, diese Fettköpfe? Warte, irgendwas war hier. Steingolem. Okay. Okay, nichts Besonderes. Gemach. Wenn jetzt einer von euch mich verrät, der ist ein Arschloch. Bernd, du Arschloch. Nichts persönlich, Bernd. Du hast mich verraten. Für einen nackten, steinigen Mann. Ohne Penis. Na gut, Bernd, na gut. Bitte. Mithrilhelm. Ja, dann auch. Habe ich das nicht schon gehabt? Achso, das war... Protagring ist besser. So, Bernd, gut so. Diamantschild, Schleife. Diamantschild dann und Diamanthandschuh. Nein, dann. Ja. Schwarze Robe. Weiße Robe. Ich rate mal einfach, das ist für die. Benutzen, um Eisra auszuführen. Weiße Robe. Benutzt den Effekt Invisra. Okay. Level 70, Leute. Level 70. Und wie viele Level werden wir noch aufsteigen? Weiß nicht. Einen Satz zu Ende sagen dafür. Adamantit. Damit kann man Excalibur beim Zwerg machen. Das mache ich, nachdem ich Tiamat besiegt habe. Kann ich ja gut gebrauchen bei optionalen Dungeon. Okay, dann haben wir das auch. Haben wir dann auch. Okay, alles geholt. Okay. Okay, dann haben wir das auch jetzt. Von dieser Aussichtsplattform könnt ihr die Weltkontinente überblicken. Okay. Durch diese Glaskuppel kann die gesamte Welt überblickt werden. Feuer, Erde, Wasser und Wind. Vier nebulöse Kräfte strömen an einen Ort. Es ist der Mittelpunkt der vier Ältere. Der Chaos-Tempel. Okay, Laufwerk funktioniert einfach auf einmal. Ich hoffe, es kommt jetzt nichts im Bildschirm. Yay, bunte Farben. Rot, grün, blau, gelb. Da müsst ihr später hin. Okay.
auch erledigt. Antidot für den hier. Tiamat wird analysiert. Nach wie vor keine Schwächen vorhanden. Doch, er hat eine Schwäche. Steinern. Okay, dann haben wir das auch. Okay. Sasuke! Ja. Keine Ahnung, das kam er mir einfach jetzt mal rüber. Entschuldigung, wenn ich jemanden erschrocken habe. Sasuke! Was ist ein Sasuke? Ich weiß es nicht. Was ist ein Sasuke? Ordnen. Sasuke! Wo ist denn Sasuke? Da bist du ja. Für Ninjas. Ich habe kein Ninja. Oh. Warte, kann das nicht ein Dritter tragen? Oder da ist er dazu zu unfähig? Ja, er ist dazu zu unfähig. Sasuke, Sasuke. 71. Nosferatu. Der Name ist geil. Wenigstens hat der eine Bedeutung. Böser Blick. Okay, dann so. Naja, ich beende jetzt schon den Part. Im nächsten Part machen wir dann Tiamat fertig und dann gehen wir zu Zwergen und dann entscheiden wir die richtige Frage, ob ich die optionalen Dungeon ganz alles zeigen soll oder nur die Bosskämpfe. Also bis zum nächsten Mal. Okay, ich habe mich anders umschieden. Es geht weiter, weil wir sind gleich damit fertig. Ja, wir sind gleich damit fertig, ein Söldner. Also wir sind gleich beim Boss, deswegen mache ich das einfach mal weiter. Ach du Scheiße. Oh nein, bitte weg. Reisekluft. So. Ach, haben wir jetzt auch. Danke. Goldnadel. Schutzrobe. Schutzrobe. Schutz. Wieso kannst du das nicht tragen? Wer kann deine Schutzrobe denn tragen? Du oder was? Egal, ich lasse es einfach. Also, wir sind gleich beim Boss. Und da unten gibt es nichts. Wollte kurz anmerken. Der Trick hier ist es... Schmatze habe ich auch noch nicht gezeigt. Naja, jetzt dann. Der Trick ist ganz simpel. Man muss zweimal oben oder zweimal unten oder dann danach zweimal. Okay, ich war jetzt mal rechts. Und dann bin ich beim Teleporter zum Boss. Okay, jetzt kommt gleich der Boss. Erstmal ganz schön alles auffüllen. So, so, so. Füllt euch auf. Gut so, meine Kinder. Gut so. Ein High Potion habe ich 99 gekauft. Man kann es ja immer gebrauchen. Und ich habe das Geld und die... und alles. Und nochmal für dich. Okay, dann haben wir das auch. Speichern das ab. Level 71 alle. Gleich kommt der Boss. Okay, ein Schmatzer zwischendurch besiegt. Haben die mich nicht getroffen? Dunkelkrieger. Eher Dunkel Astos. Das ist richtig Astos-Verschnitte. Ja, komm schon, Bernd. Danke, Mann. Okay, speichern wir mal. Tiamat wird eine harte Brocken. Todbringer, Kali und Akkordon. Diese räudigen Nichtsnutze. Dennoch bin ich überrascht, dass ihr Gesindel es soweit geschafft habt.
Jetzt kommt Tiamat. Seine okay. Ich bin Tiamat, Chaos des Windes. Ich werde das letzte sein, was eure neugierigen Augen sehen werden. Angriff. Reduziert Magieabwehr des Gegners. Ja, und du machst mal Steinern. Echt, ein Eimer versteine habe ich gewonnen. Blitzschlag. Echt, das Schaffe habe ich gewonnen. Verdammt! Das wäre auch so schön gewesen. Anti-Z. Okay. Du machst mal. Wo ist Heilga? Wieso hat sie nur Heilra? Habe ich kein Heilga gehabt? Okay, dann nicht. Dann machen wir wieder Steinern. Okay. Heilra, heil uns. Gut so. Ich habe sein. Ach, scheiße. Okay. Angriff. Du machst wieder. Was kannst du denn machen? Was kannst du denn machen? Ah, Ausweichrate erhöhen, das ist gut. Steinern. 28. Transpra. Okay, Bernd. Steinern, komm, versteine ihn doch. Wenn du es schaffst, habe ich gewonnen. Ja, ich habe gewonnen. Wenn man ihn versteinert, hat man automatisch gewonnen und man muss den Kampf nicht länger machen. Und ja! So schnell kann man ihn auch besiegen. Jetzt haben wir den letzten Kristall geschafft. Yay! Tiamat besiegt. Bisschen bling bling machen und so. Hey, Laola Welle, yay! Windflüsterhöhle, jetzt haben wir das Auge geschafft. Ja, wundere dich, dass ich das geschafft habe. Freu dich jetzt. Freu dich ein Keks. Okay, Teleport. Warte mal, wo zum Geier bin. Okay, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurück. Ist klar, Leute, Level 72 jetzt. Okay, jetzt noch kurz zum Zwerg. Und dann kommt die entscheidende Frage für euch alle. Ist Gortem ein guter Let's Player? War ich hier schon mal? Der Ort kommt mir gar nicht bekannt vor. Doch, ich war hier schon mal. Sonst wären die Schatztruhen nicht leer. Okay, wie kommt... Karte. Warte mal, ich brauche die Zwergenhöhle. Zwergenhöhle. Ja, okay, ich muss ein bisschen weiter hier hin. Achso, da war die. Dann so. Gehen wir jetzt mal Adamantit abgeben. Wo war der komische Schmied? Der war doch hier drin, oder? Ja. Adamantit, bitteschön. Ja, da siehst du richtig. Hm, ist das etwa Adamantit? Mit diesem Metall schmiede ich euch ein Schwert, das es kein zweites Mal gibt. Raufklopfen, hey! So schnell kann ein Schwert gemacht werden, Leute. Es ist vollbracht. Von all den Schwertern, die jemals in den hitzigen Blut meines Schmiedhofens geschmiedet wurde, ist dies das Beste. Wahrlich ein Prachtexemplar. Nehmt es. Dieses Schwert gehört in eure Hände.
Excalibur erhalten. Das ist doch mal eine tolle Nachricht. Und sehen wir uns mal Excalibur an. Männerschaden, Männerschaden. Naja, jetzt muss ich die wichtige Frage stellen. Deswegen werde ich auch nichts momentan hochladen dann. Also, ihr entscheidet jetzt. Soll ich die Bosskämpfe nur zeigen in den optionalen Dungeon und erklären, wie ich da hingekommen bin? Oder soll ich alles zeigen, also von Anfang bis zum Ende? Ich kann nur sagen, das wird dann langweilig sein, weil sehr viele Kämpfe dann geschnitten werden. Und wenn irgendwas Wichtiges dazwischen ist, kann ich euch das dann reinschneiden, aber ihr entscheidet Bosskämpfe oder nichts. Also ihr entscheidet dann. Und was ich finde, kann ich dann auch sagen. Also egal, ihr entscheidet. Bis zum nächsten Mal.